Sprintrennen. Hoppala. Aua. Jo, Dominos. Ihr seid wohl für Kuru. Eigentlich, wenn man mal so rein vom Logischen denkt, ne, habe ich Kuro eigentlich längst besiegt, weil ich so gut wie an sich jedes Rennen gewonnen habe. Wenn wir es mal ganz salopp nehmen wollen, nicht? Ich hab gerade so gut wie jede Wand mitgenommen. So wie das Auto. Prozent haben wir erst hinter uns. Leckt mich am allerwertesten. Was ist denn das wirklich für ein langes Rennen, ne? Ach, er hat mich trotzdem gesehen. Und wird natürlich hier auch an meiner Backe bleiben. Natürlich. What the fuck? Alter. Ich glaube, Kuro hat sie alle bestochen. Ah. Leck mich. Kuro kommt dadurch immer näher, weil ihr irgendwie so fies seid. Ah. Ich hatte doch Kuro von... Der war, wer weiß, wie weit weg. Ja, damit habe ich jetzt ein Problem. Ich muss jetzt mal ganz kurz ein bisschen Gas geben, weil das habe ich nicht kommen sehen. Ich nehme gerade alles mit. Ah! Oh fuck, ich sehe gerade, wir sind kurz vor Stufe 6. Das macht es nicht spaßig. Ich weiß nicht, wie schlimm Stufe 6 wird. Ich weiß nicht, ob wir die in dem Rennen noch kriegen oder erst later. Also oder gar nicht, eher gesagt. Also jedenfalls nicht in dem Rennen.
Mann! Eieieiei! Wir haben gleich Kuro. Wir kriegen gleich eine Katze hin. Auf die Katze freue ich mich so ein Ticken. Bam! Wir haben Kuro besiegt. You'll never hold on to the number one spot. Not with me on your tail. And if you want these, you're gonna have to take them. It's over, Razor. It ain't over until I say it's over. Cock and Ball Torture from Wikipedia, the free encyclopedia at en.wikipedia.org. Completely. I want every single unit after the guy. Everyone? Ich glaube, da ist mir gerade mal wieder mein PC abgestürzt. Ich weiß nicht wieso. Verdammt, mein jetzt. Ja gut, vielleicht starte ich jetzt einmal ganz kurz gleich den PC mal eben neu. Starte ich mal eben ganz kurz einmal neu. Oh Mann. Schade. Ich dachte, wir kriegen das dritte Rennen noch hin. So. Ja, mein Desktop-Hintergrund sogar ausgetauscht. Ja, starten wir erstmal das Game. Oh, Mist, ich hab das falsch am Most Wanted gestartet, oder was? Och, nö. Och, nö, Mann. Ja, gut. Dann lade ich mal ganz kurz einmal rein. Switche gleich das Game. Ich glaube, ich habe euch einen Cut zwischen. Das muss nicht sein. Jedenfalls, wenn der Ladebildschirm wird, so. You'll never hold on to the number one spot. Not with me on your tail. I want every single unit after the guy. Everyone? Everyone! Ich glaube, everyone. Ich bin mir da aber jetzt nicht sicher. Verdammt. Everyone. Haben wir dann die richtige Karre auch direkt nach dem Ladescreen irgendwann mal, wenn der durch ist? Ich frage mich ja, wie lange der Ladescreen noch laufen soll. Wir warten. Mal gucken, was das Spiel macht. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt hier ist. Ich glaube, ich muss das Spiel mal neu starten, oder? Ich weiß nicht, ob er soweit gesaved hatte. Das ist mein Problem gerade. Naja, ich starte mal einmal Game neu. Mal gucken. So, Leute,
Ich habe das Spiel vorhin nochmal irgendwann neu gestartet, weil bei mir irgendwie ein Problem war. Ich kann dieses Spiel leider nicht komplett durchspielen. Mir wird nämlich sein Rennen nicht mehr angezeigt. Und wenn ich mal vor euch in die Map gehe, ich habe nur noch ein Sprinten und ein Battle Royale. Ich werde jetzt mal testen, wenn ich jetzt ein Sprintrennen fahre, ob ich jetzt noch doch gleich irgendwann mal sein Rennen bekomme. Wenn nicht, ja, ist mein Spiel leider so broke, dass ich, naja, gut, ich habe Kuro ja eigentlich besiegt. Nur wir sind leider nicht dazu gekommen, dass wir, nun das Kopprennen nochmal leider haben. Ich habe ja gesagt, dass mein Spiel ein bisschen broke leider ist. Ich habe keine Ahnung warum. Weil ins Rennen lädt er wie wild. In dieses Kopprennen. Dann habe ich auch die falsche Karre dann gehabt. Also habe ich gedacht, ich gehe kurz raus, starte, gehe nochmal neu in die Karriere rein, um vielleicht dann auch die richtige Karre zu bekommen, wisst ihr? Dann sollte ich angeblich ihn nochmal fahren, also habe ich das Spiel erstmal wieder ausgemacht, weil ich mir so dachte, nee, Brudi, muss jetzt nicht sein. Und habe jetzt vorhin gerade das Spiel wieder gestartet. Und habe jetzt nur noch random irgendwie die Rennen hier, die wir noch alle gerne fahren können. Aber dafür kein Kopprennen mehr. Die Kopprennen sind jetzt weg. Nein, nicht Kopprennen. Das nochmal Blacklist-Fahrrennen mit Kuru ist jetzt leider weg. Gut, man muss der Vorteilhafter sagen, auf YouTube existiert, also beziehungsweise ich hab's ja aufgenommen, weil ich es ja doch schon gefahren habe. Das ist ja so ein ganz kleiner Vorteil, den ich ja aktuell gerade habe. Ich häng da jetzt so ein bisschen mit einem lediertes Profil, was dazu führt, dass ich es nicht hundertprozentig richtig durchspielen kann, weil ich meine, gut, Vorteil, was ich ja jetzt hoffe, ist, wenn ich das Rennen hier gefahren habe, dass das Spiel sich wieder ein bisschen berappelt und mir nochmal ihn sein Rennen halt gibt. Ich habe immer noch keine Ahnung, ob die Version 2.0.1 wirklich Probleme verursacht oder was immer auch immer sich bei mir sich so zerfressen hat, dass einfach nichts laufen will. Ich habe keine Ahnung. Mir tut's halt einfach auch ein bisschen, aber an sich auch leid für diese Mods. Weil... ja, keine Ahnung. Ich hätte gerne noch irgendwie auch das Kopprennen plus die Credits und Co. noch gerne gezeigt und alles. Wir haben ja nicht mal die Karre. Ist halt klar, weil ich auch irgendwo jetzt feststecke, wisst ihr? So, haben wir das Rennen jetzt wieder? Nein. Ich kriege das Rennen nicht mehr von ihm hier. Das Rennen ist jetzt leider weg. Damit stecken wir jetzt in was fest und kommen leider nicht mehr voran. Ihr könnt mir ja mal gerne mal in die Kommentare schreiben, was ich tun soll. Ich weiß nur aktuell einfach nicht weiter, was ich tun soll. Weil es ist halt einfach wirklich blöd. Ich weiß natürlich nicht, warum das jetzt so ist. Aber es ist leider weg. Und ich kann euch auch sogar gerne zeigen, wenn ich jetzt hier ins Haus reingehe. Wir gehen in die Shitty Box rein. Wir haben den, wir haben die Karre, wir haben die Karre und wir haben die Karre und die. Wir haben nicht die Karre bekommen. Aber ich kann ihn ja hier sowieso nicht auswählen. Ich konnte ja hier schon lange nicht mehr auswählen, dass ich das fahren kann. Also irgendwie stecke ich in ein Dilemma namens ich hab's irgendwie und ich hab's irgendwie nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht groß, was ich jetzt machen soll.
Ihr könnt ja mal gerne mal in die Kommentare was schreiben. Ich werde jetzt noch ein, zwei Rennen fahren. Oh Mann, Entschuldige. Noch ein, zwei Rennen gerne fahren. Einfach nur noch so nebenbei. Aber leider, stecke ich jetzt in diesem Dilemma halt leider drin. Dieses mir war ja schon von vornherein klar, als ich Bugs reinbekommen, es ist immer mehr Bugs geworden, dass ich irgendwann in ein Problem stecken werde. Dass es aber sich jetzt so entwickelt hat, weiß ich nicht. Ich werde jetzt gleich einfach irgendwann sagen, das ist das Ende. Wenn ihr das Cop-Rennen noch irgendwie haben wollt, ja, ich muss gucken, ob ich irgendwie in einen Safe komme, wo ich nur noch das Cop-Rennen vor mir habe, ich weiß es nicht. Also nur damit ich halt Minimum halt das Cop-Rennen noch bekomme, das wäre die einzige Möglichkeit, aber ich weiß nicht, ob ich von irgendwem so weit einen Safe bekomme. Aber wenn nicht, ja gut, an sich. Oh, hallo? Ja, natürlich, Karre, was war das denn jetzt von dir? Zack, wir haben das Rennen. Weil es ist ja alles, wie ihr seht, soweit durch. Ich werde jetzt mal fliehen. Das geht ja nun mal recht schnell. Es tut mir halt leid. Ich hätte es gerne anders gehabt. Ganz ehrlich. Aber ich würde einfach sagen, wir fahren jetzt ins Haus rein und dann beende ich das Projekt hiermit. Vielleicht habt ihr ja eine Idee und schreibt, könnt dazu was in die Kommentare schreiben. Aber ich habe keine Ahnung, was aktuell jetzt los ist. Deswegen würde ich einfach sagen, auch wenn wir leider seine Karre nicht haben und das Cop-Rennen leider nicht besitzen, würde ich einfach sagen, wenn es euch trotzdem dann irgendwie soweit gefallen hat, dann lasst doch bitte eine kleine faire Bewertung da. Habt ihr irgendwie eine Idee, schreibt die in die Kommentare, wie ich das jetzt noch handhaben soll. Und würde sagen, wir sehen uns bei einem natürlichen weiteren neuen Projekt noch. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.